Ja, ich hatte einen Verdacht auf einen Nasenbeinbruch, hat sich bis jetzt nicht bestätigt und dementsprechend denke ich, dass ich auch gegen Spandau spielen kann, darf, wenn ich aufgestellt werde. Und ja, gleich geht's nochmal zum Arzt, lassen wir es nochmal durchchecken und dann wird das schon werden. Ja, das Spiel gegen Duisburg war knapper als erwartet. Wir sind als Favorit ins Spiel gegangen, haben aber nun mal nur 10-9 gewonnen. Das lag vielleicht auch teilweise daran, dass wir vielleicht mit dieser Favoritenrolle nicht unbedingt so immer zurechtkommen. Duisburg war ein starker Gegner. Gut, wir selbst haben dann das Tor das ein oder andere Mal, wo wir das Tor hätten machen müssen, haben wir nicht getroffen. Dann kamen ein oder zwei unglückliche Spielsituationen zu. Auf beiden Seiten gab es vielleicht auch mal eine unfaire Aktion, was natürlich nicht hingehört, das nicht ins Spiel gehört, aber was soll man machen? Aber gewonnen ist gewonnen und wir sind jetzt eine Runde weiter und versuchen jetzt uns auf den Amateur Duisburg einzustellen. Ja, jetzt am Samstag kommt der deutsche Meister Spandau 04 zu uns. Das wird sicherlich wieder ein schwieriges Spiel für uns. Spandau hat aber gegen WASPO jetzt im letzten Topspiel verloren, so dass wir, ja gut, wir rechnen uns jetzt keine Punkte aus, aber wir wollen natürlich genauso gut spielen wie gegen WASPO und dann halt auch versuchen, lange mit dem Gegner mitzuhalten und dementsprechend auch Paroli zu bieten. Die aktuelle Situation im Stadionbad sieht so aus, dass es umgebaut wird. Die Tribünen für alle Fans sind trotzdem nutzbar. Das einzige Problem, was wir sehen, ist, dass der Haupteingang nicht benutzt werden kann, sondern dass man halt rechts am Haupteingang vorbeigehen muss, runter und dann einmal halb ums Stadionbad rum. Ja, und dort werden wir dann euch in Empfang nehmen und wir hoffen trotzdem dementsprechend auf ein volles Haus und auf eine gute Stimmung. Ja. Ja gut, gegen so einen Gegner wie Spandau 04 ist es natürlich schwierig, immer schwierig, sich was vorzunehmen. Wir wollen alle gut spielen, wir wollen ein guter Gegner für Spandau sein. Ich glaube, dass wir gegen stärkere Mannschaften, wo wir nicht in der Favoritensäule sind, generell immer etwas befreiter aufspielen können. Und ja, natürlich muss das Ziel sein, auch mal was Neues auszuprobieren. Weil gerade gegen solche Gegner ist es leichter zu verzeihen als gegen vermeintlich gleich starke Gegner, wo es dann auch wirklich um Punkte geht. Und dementsprechend wollen wir halt ein gutes Spiel abliefern und Spandau ein guter Gegner sein. Das Jahr 2016 endet natürlich mit zwei Knallerspielen. Einmal jetzt noch das letzte Ligaspiel gegen Spandau 04 und dann wurden wir im Viertelfinale dem ASCD Duisburg zugelost. Beides sehr starke Gegner, der eine amtierender deutscher Meister, der andere amtierender deutscher Vizemeister. Ja, wir hoffen natürlich, dass die Fans nochmal den Weg ins Stadionbad finden und uns nochmal ordentlich unterstützen, sodass wir nochmal spielstark aufspielen können und dem einen oder anderen Gegner vielleicht nochmal alles abverlangen und vielleicht sogar den einen oder anderen Punkt oder die eine oder andere Überraschung im Stadionbad feiern können. Yo Mois, das war Sharkdog Nummer 8. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es gefallen, weil ich da war. Hier oben seht ihr das Spiel gegen WASPO, hier unten nochmal den letzten Shark-Talk und hier könnt ihr uns nochmal abonnieren und wir sehen uns bald wieder.